Ja, der kann ja rumknurren, wie er will. Das ist ja egal. So. Hi, wo kommst du denn her? Das tut mir jetzt leid, dass ich dafür die Ultimate Fist verwendet habe, aber da kam doch gerade eben ein Zombie-Pick aus dem Portal. Da müssen wir mal drauf achten, ob da nicht vielleicht irgendwas passiert, was da nicht passieren soll. Das verwundert mich jetzt schon ein bisschen. Und die Ultimate Fist schlägt natürlich wieder zu. Das müssen wir dann leider gerade mal beheben. Wie machen wir das am besten? Oh, Goldnuggets. Zack. Wir probieren es mal so. So, schwupp, 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 schwupp. Silent Melody of the Wood. Die ruhige Melodie des Waldes. Ja, kann man so mitnehmen, das kann man so stehen lassen. Ja. Ruhige Melodie des Waldes. Das geht. Ups. Ich bin gerade ein wenig angestrahlt, wie mir scheint. Dann schnappen wir uns noch einmal Eichenholzbretter. Das ist der Grund, warum wir unsagbar viel Holz brauchen werden. Weil die Wände halt auch alle schön hölzern sind. Obwohl wir dafür auch im Zweifel Fichtenholz nehmen können. Das haben wir ja noch gar nicht in Verwendung. Aber auch mit dem Fichtenholz habe ich schon wieder was Spezielles vor. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das dann hinterher hier in das Gesamtbild einfügt. Und da draußen teleportieren die Endermänner durch die Weltgeschichte. Das ist ja ein Traum. Zack, 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 zack. So, dann habe ich noch einen schönen Kommentar in Bezug, weil ich gerade die Wölfe da draußen höre, in Bezug auf die Mod Most Creatures. Werwölfe. In dieser Mod gibt es ein paar schöne Werwölfe, die spawnen ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad, wenn man den angibt. Die kann man wohl offensichtlich nur mit Goldschwertern besiegen. Das ist gut, dass ich das jetzt weiß, das wusste ich vorher nicht. Ich habe eins von den Viechern in der Kopie dieser Welt mit der Ultimate Fist malträtiert. Ich habe auf den eingeschlagen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und normalerweise ist bei der Ultimate Fist das der Punkt gegeben, dass die Monster mit dem ersten Schlag hinüber sind. Das war zumindest der Plan. Aber bei dem Werwolf war das nicht der Fall. Dann hat er mir gesagt, das war Ruffel Bobo, unter Twitter auch als Furzface bekannt. Der hat mir dann kurz gesteckt, dass man die nur mit einem Goldschwert besiegen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht in die Materie eingelesen, aber jetzt weiß ich das und jetzt werde ich nicht mehr mit der Ultimate Fist auf einen Werwolf einprügeln, weil bringt nichts. Ja, also werde ich dann doch hergehen und dann lieber die Ratschläge befolgen und mit der Ultimate Fist das mal lassen, das Ganze lieber mit dem Goldschwert machen. Ich muss mal gucken, wie viel Gold wir überhaupt haben. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Zack. Und dann nimmt der Raum doch schon Gestalt an hier. Das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Wölfi, was ist denn? Es ist hell und du bist immer noch da?
Ja, offensichtlich. Passt gut zur Musik. So, wir kleiden das im Grunde genommen genauso aus wie mit den anderen Stellen auch. Wir nehmen da Holz für. Und dann müssen wir hier am Erdreich noch ein bisschen was machen. Na, komm her. So. Dann bist auch du von deinem Leiden erlöst. Gucken wir nochmal. Ein paar haben wir ja noch. Und dann versuchen wir unser Glück hier nochmal. Schwupp. Schwupp. Genauso machen wir das dann auch später mit der Decke. Also sprich, und die Bauprojekte hier dauern natürlich unsagbar lange, aber es ist ja nun mal auch ein Bauspiel. Ein Bauschgame, ja, ist klar. Ein Bauschgame. Es ist, wir wollen es ja nicht aufbauschen, genau. So. Ist natürlich auch ein Aufbauspiel. Und da das so ist, dass wir hier wirklich massiv am Bauen sind, ist es nun mal auch so, dass die Projekte zuweilen auch länger dauern. Völlig verständlich. Habe ich hier noch was drin, wovon ich noch profitieren könnte? Nein, doch, Eiche habe ich noch. Das ist schon mal super, weil dann hauen wir die da rein und machen uns dann noch ein paar schöne Bretterstacks draus. Dann kriegen wir zumindest schon mal die Wände hin mit Holz. Dann werden wir uns Kisten basteln, Stüfchen basteln. Also wir werden Treppenstufen und so weiter brauchen, um das Lagersystem hier richtig aufzustellen. Gut, es wird halt, wie gesagt, nicht so viele Kisten geben wie in der Kopie dieser Welt. Da wollte ich es einfach mal ausprobieren und habe das dann natürlich auch gleich in großem Maßstab gemacht. Zack. Allerdings habe ich dann da über 60 Kisten hingestellt und ich glaube, das ist für den normalen Let's Play-Rahmen einfach zu viel. So. Hier hätten wir jetzt beispielsweise schon mal 16, weil oben drüber kommen ja auch noch Kisten. Irgendwie raschelt es gerade in meinem Ohr. Genau, da haben wir dann hier 4 Kisten, oben drüber 8. Hier nochmal 4 und oben drüber 8. Vielleicht machen wir auf der Seite auch noch ein bisschen was, damit wir da immer schön genügend Platz haben und davon zehren können. Und dann würde ich das Ganze später dann auskleiden wollen. Jetzt gehen wir mal zur Cobblestone-Kiste. Gucken mal kurz auf die Sonne. So, schmeißen wir mal den Cobblestone rein, weil den werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Aber das wird dann später eine richtige Aktion, wenn wir da das Lager hingestellt haben. Den ganzen Kram hier rauszukarren, das wird dann später nicht wenig. War das hier drin oder habe ich das hier mit reingeschmissen? Oder vielleicht da? Ich schmeiße es mal da mit rein. Holz. Dann werden wir unser Glück einfach mal mit entsprechendem Holzbrettkram versuchen. Baumstämme werden wir dann später auch noch brauchen. Zack.
So soll das dann später mal aussehen. Also wir werden hier uns noch schön intensiv mit dem Auskleiden unserer Räume beschäftigen. Auch mit dem Aufstellen der ganzen Kisten und so weiter. Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir uns mal 28 Stiefchen. Das ging daneben. Denn die muss ja hier hin. So muss das aussehen. So ist die Idee des Ganzen entstanden. Weil dann kriegt man die Kisten hier noch auf. Wenn wir hier einfach nur Blöcke drüber setzen, kriegen wir die Kisten nicht mehr auf. Das war so die Idee. Und die Frage ist, machen wir es dunkel oder machen wir es hell? Das probieren wir dann nachher einfach mal aus. So, und hier müsste dann quasi nochmal Eichenholz hin. So würde das dann aussehen. Dann hätten wir dann hier verschieden das Holz zu liegen und hätten da halt eben verschiedene Regale mit verschiedenen Kisten, in denen wir dann allerlei Krimskrams unterbringen können. Zack, 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 schwupp, 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 schwupp. So. Ups, das war verkehrt, was ich da gemacht habe. Wie ich es gesagt habe. Was hören wir denn da? The Last Carrots. Mhm. Ich erinnere mich auch dunkel daran, dass wir diesen Titel schon mal hatten. So. So sieht das aus. Dann hier noch einen Weg hin. So in etwa. Dann kommt man hier noch drum rum. Vielleicht verbreitern wir es später aber auch. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. So. Genau, so werden wir das dann tun. Ich denke wohl, dann machen wir das auch später. Später machen wir das dann auch so, dass wir die zwei Lagerregalsysteme einfach getrennt voneinander aufstellen, damit das Portal nicht beeinträchtigt wird. Denn hier könnte ich jetzt einen Haufen Kisten hinstellen. Was brauche ich denn hier? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal. Also 24 kleine Kisten. Aber wenn ich jetzt hier noch was anhänge an Kisten, dann haben wir das Problem, dass wir hier nicht mehr ins Portal kommen. Also werde ich dann hier drüben einfach noch ein bisschen was aufstellen und dann haben wir auch genug Möglichkeiten, hier in dem Regal zu arbeiten. Und vor lauter Quatscherei habe ich natürlich vergessen, was ich jetzt machen wollte. Kisten wollte ich bauen. Ja, ich erinnere mich dunkel. So.